Yeah. Dieser Silver ist mein Vorbild, der ist krass, voll der Don. Denn er hat gegen Linus ohne Punches gewonnen. Drehst dein Hipster-Video und denkst dir, yo, krasser Part. Doch was bringt einem diese Scheiße, wenn man keine Punches hat? Und deine Art zu schreiben ist scheiße wie dein Booby-Flow. Dafür habt ihr beiden ja ein echt verdientes Studio. Denkst du echt, du kannst deine Wackness damit übertönen? Ich hoffe, ihr könnt es lang genug bezahlen, na dann üb mal. In den 8 Bars hab ich mehr Punches gebracht, als du in deinen Runden im Battle gehabt hast. Silver, diese Runde ist dein Untergang. Digga, du rappst so wie ich mit 6 Jahren beim Schule. Brauchst Hilfe, denn deine Punches landen im Maus. Fakika Rap, der macht dir alles andere auch. Du fliegst im Schatten von ihm, jetzt mach den Schnabel zu. Denn wir sind 2 in 1, wir sind die Color Crew. Ey Silver, komm und schau dir meinen Front an und sag mir, wie willst du das denn bitte kontern? Dein Metal Rap zufolge bin ich Gewinner, denn du hast ein großes Maul, aber nichts dahinter. Ey Silver, komm und schau dir meinen Front an und sag mir, wie willst du das denn bitte kontern? Willst ein Rapper sein, ich denk mir nur so was sein Lauch, denn du hast ne gute Stimme, doch das war's dann. Du bist ein Krieger, Sieger, Superheld, Insider-Info. Nur leider muss ich dir sagen, das klingt aber nicht so. Laberst Unsinn in der Quali, doch was heftig und fresh ist, sind im Hintergrund diese Gay Butter Sack Clips. Was soll dieses Gestöhne, da wirst du wohl geil. Doch das nennt man beim besten Willen nicht Style. Schmock, ich hör nicht deine Fans, bist du krass enttäuscht. Denn wen soll man da denn hören bei 18 Leuten? Da wär ich echt geschockt, verdammt wär das laut. Sag mal, haben dir die Fans die Punches geklaut? Ja, Silver, jetzt zerfällt deine Traumwelt. Red weiter ausgedachten Müll, bist du mal aus Maulfeld. Deine Hooks sind scheiße, doch ich hör sie trotzdem an. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass die alle offbeat waren? Doch gegen Linus war die letzte Hook ziemlich nett, nicht schlecht. Ach nee, das war ja Icarus. Ey Silver, komm und schau dir meinen Front an und sag mir, wie willst du das denn bitte kontern? Dein Metal Rap zufolge bin ich Gewinner, denn du hast ein großes Maul, aber nichts dahinter. Ey Silver, komm und schau dir meinen Front an und sag mir, wie willst du das denn bitte kontern? Willst ein Rapper sein, ich denk mir nur so was ein Lauch, denn du hast ne gute Stimme, doch das war's dann auch. Das war's dann auch. Das war's dann auch. Das war's dann hast du erstmal voll die Show gemacht. Tricks, wer ist 16 und so begabt? Oh my God, und du kriegst jetzt mal ne Antwort. Sei gespannt, aber ich sage Yellow und Blue und das beantwortet die Frage. Meine Audio-Quali ist für den Arsch. Ich weiß, dafür schreibe ich im Gegensatz zu dir krasse Lines in einem Battle-Track. Müsste noch mal Punches sein, doch die und Gegnerbezug fehlen. Also pack mal ein. Schreibst gegen Linus nen Part über seine Maskierung. Nur leider ist es ziemlich krass, dass das keiner kapiert und dass du dich mit Massen leist, also selbst gedisst hast. Das bringt gegen mich nix. Jetzt zerfällst du, Bitch. Krass. Ich nehm dir die Angriffsfläche so wie Panzerglas. Da bringt's auch nix, wenn du paar hingezweckte Punches hast. Aber Prof Silver, du hast echt kindgerechte Reime. Doch die Jury sagt, die Technik ist recht hingezweckte Scheiße. Ich frag mich ehrlich, wie man so viel Glück haben kann. Pass besser auf, ich fang erst richtig in den Rückrunden an. Oh, yeah.